Hallo meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich habe heute hier zwei Expertinnen eingeladen zu einem Thema, das euch mit Sicherheit brennend interessiert. Also bleibt jetzt dran. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Ja, heute dreht sich alles um das Thema Single. Warum ist man Single? Was läuft da draußen falsch? Was kann man tun, um einen Mann bzw. eine Frau kennenzulernen? Was ist ein No-Go? Alles Themen, die wir heute hier zu dritt gemeinsam erörtern werden. Am besten meine beiden Gäste stellen sich einmal vor. Nadine, mach doch mal den Anfang. Ja, also mein Name ist Nadine Kretz. Ich bin Single-Expertin, Beziehungsmanagerin. Ich verhelfe zu glücklichen Beziehungen. Ganz wichtig auch nicht nur 100 miese Dates und die Suche nach der Liebe, weil das ist das, was wir alle wollen. Ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, weil ich mich gefragt habe, warum ist das denn heutzutage so? Warum sind so viele Single? Was läuft da schief? Da draußen in der Gesellschaft und bei uns. Und heute helfe ich eben auch anderen zu glücklichen Beziehungen. Ja, das hört sich schon mal sehr gut an für uns. Und Antje, wie kamst du zu dem Thema Single? Ja, mein Name ist Antje Schneider. Ich bin Autorin von Kurzgeschichten über das Single-Leben mit Anfang 40. Und ich kam dazu, weil mich, das ist eine wahre Geschichte, damals mein Freund verlassen hat, kurz vor Weihnachten. Oh. Daraufhin habe ich eine Weihnachtsgeschichte geschrieben. Ja. Über das Seelenleben einer Frau mit Anfang 40 allein unterm Weihnachtsbaum bei ihrer Familie. Die wurde jetzt in der Rheinischen Post gedruckt, kurz vor Weihnachten. So. Und daraus hat sich das ergeben und ich schreibe, wie gesagt, Kurzgeschichten über verschiedene Phasen im Leben eines Singles. Nicht über die Suche an sich, ja, sondern einfach über bestimmte Situationen. Ja. Du kennst dich also gut aus mit dem Single-Leben. Insofern passt das hier heute für unsere Runde. Und wir legen mal los mit der ersten Frage. Nadine, was glaubst du, warum sind so viele Menschen Single da draußen? Ich glaube, es sind deswegen so viele Menschen Single heutzutage, weil das war ja früher nicht so, weil sich natürlich so viel verändert hat. Die ganze Gesellschaft hat sich verändert. Ist es von der Wirtschaft, ist es instabil, deswegen ist es dann auch in den Beziehungen instabil. Diese Selbstverwirklichung, was manchmal mit Egoismus verwechselt wird und vor allem eben auch das blockierte Herz, die inneren Blockaden, die inneren Muster, verletztes inneres Kind und dass sich gerade die Männer auch keine Verantwortung übernehmen wollen und die denken dann auch viel so, oh Gott, ne, das ist dann halt jetzt, dann muss ich mich einschränken. Ja. Wir haben ein ganz falsches Bild von der Partnerschaft und wollen dann ihre neu gewonnene Freiheit, die sie ja vorher gar nicht hatten, in dem Maße. Und die wollen die dann nicht aufgeben und die verstehen gar nicht, dass ich das toll ergänzen kann und dass es nicht unbedingt bedeuten muss, verhaftet und ja. Glaubst du denn, dass das vor allen Dingen an den Männern auch liegt, so wie das jetzt Nadine beschreibt, oder glaubst du, dass auch die Frauen sich so stark verändert haben, dass wir alle Singles sind? Nein, also ich sehe das ja von der schriftstellerischen Seite, ja, und in meinen Geschichten sind die Männer schuld, auf jeden Fall. Also, so, ist doch ganz klar. Sie belügen, betrügen und wir Frauen sind alle perfekt. Das ist so, das wissen wir. Ja. Und naja, ich sehe das so. Meine Katze sagt das auch immer. Die nein, lügt nie. Nein, bei mir sind es die Männer. Definitiv. Ja, also die bösen Männer sind mal wieder schuld. Ja. Kommen wir auch schon direkt zur nächsten Frage zum Thema Männer. Hundert miese Dates mit Männern. Was war das schlimmste Date? Also wirklich das schlimmste Date. Jetzt kommen die Männer, genau. Also das schlimmste Date war wirklich mit Abstand ein Kinodate. Normal machen wir das ja nicht, ne? Aber wir waren vorher noch kurz Kaffee trinken und da war ich schon froh, dass wir im Kino waren. Okay. Weil er ohne Punkt und Komma geredet hat und ich nicht zu Wort kam, das heißt schon was, wie ihr da gerade merkt. Und dann im Kino selber, der Film war schlecht, aber das wäre auch nicht so schlimm. Und dann fing er an, die Nägel zu kauen und hat ihn durch den Kinosaal gespuckt. Ernsthaft, ne? Also, was? Ja, also wahrscheinlich so dem Vordermann so in den Nacken, ne, so sau ekelhaft. Oh mein Gott. Also wenn du jetzt zuguckst, ne, das ist der Grund, warum ich dich nie wieder angerufen habe. Und nein, warum ich kein zweites Date mehr mit dir wollte. Oh mein Gott. Ist ja auch voll gefährlich, wenn so ein riesen Nagel im Nacken steckt. Ich habe immer voll hätte Zähne gekaut. Akrobatische Meisterleistung. Dann hätte ich noch Respekt gehabt irgendwie, ne. Das hätte vielleicht einen noch angetönt.
Ja, also so viel zum Thema miese Dates. So kann's gehen, ne? Was ist denn dein miesestes? Du hast bestimmt auch noch irgendwas Schlimmes erlebt. Die Schlimmen habe ich wahrscheinlich alle verdrängt. Ja, was war so heimschlimm? Nein, viele schräge Dates gehabt. Also eins weiß ich noch, das ist auch noch nicht so lange her. Das war einer, der hat mich über Facebook angeschrieben, dass er mich schon von früher noch kennt. Er war in der Schule schon nämlich verliebt. Ich hatte von dem Typen noch nie gehört, den nie gesehen. Aber habe mich dann auf ein Date mit ihm eingelassen, weil ich einfach neugierig war. Und er klang so vom Schreiben her sehr sympathisch. Ja, und dann haben wir uns getroffen und da hatte er schon irgendwie das ganze Leben mit mir geplant, so quasi. Wo wir in Urlaub hinfahren, wo die rosa Moonboots unserer Tochter hinten in seinem Auto liegen, im Kofferraum, dass seine Eltern dann auf sie aufpassen und wo wir überall hinfliegen und um die ganze Welt, alle Staaten, alle Länder der Vereinten Nationen wollte er mit mir bereisen und er hatte alles geplant und wir müssen in seinem Haus am Niederrhein leben. Ja, so war das und das war mir dann. Und bitte sage mir, sagt er am Ende, bitte sage mir bis morgen Bescheid, ob du dir eine Beziehung mit mir vorstellen kannst. Das war nach ein, zwei Kaffee. Lass mich raten, du hast natürlich gesagt, ja, ich will. Oh, total gerne. Dann sind dann die Männer in Torschlusspanik, ne? Ja, da haben die Männer dann die Torschlusspanik, weil die denken, oh nein, ich brauche einen Stammhalter und der muss jetzt mit der nächsten Frau irgendwie gezeugt werden. Und dann suchen die nächste Frau dann direkt so. Was sind die No-Gos? Also was ich für mich auch zum Beispiel gar nicht geht, ist, wenn wir ins Restaurant gehen oder so und dann hält mir die Tür nicht auf. Ich bleib da wirklich ganz demonstrativ davor stehen, ne? Und so. Das heißt, Gentlemänner sind gefragt. Absolut, Gentlemen. Manieren. Ja, absolut, klassische Schule. Also Großzügigkeit. Also gerade wenn es eine Ü30-Frau ist und je älter die Frau dann auch noch ist, deswegen unglaublich wichtig, ihr auch diesen Respekt, diese Wertschätzung, das ist charmant und ja, sowas wollen wir. Ja, ein großes No-Go ist nach dem ersten Date, vor allem wenn es ein tolles erstes Date war, nicht anzurufen. Nicht, gar nicht? Ja. Nicht schnellstmöglich anzurufen. Dieses 3 Tage warten oder diese Regel gab es doch mal, ne? Ich glaub, die gibt es immer noch. Ich höre ab und zu, die gibt es immer noch. Vergesst diese 3-Tage-Regel. Und der Mann soll sofort anrufen. Und hört auf, weniger WhatsApp-Nachrichten zu schicken. Ja, nach dem Date dann WhatsApp oder SMS oder was auch immer geht auch nicht. Nehmt den Hörer in die Hand. Ja, finde ich. Du hast ja, glaube ich, auch einen Artikel drüber geschrieben, ne? Neben dem Telefon, eine Geschichte, genau. Genau, ja, ich habe auch sogar ein ganzes Buch dann nochmal, so ein kleineres zwar. Ruf doch mal an, Mann. Also mit Doppel-N, Mysterium Kommunikation. Der Titel ist genial. Mann, ey, greift endlich wieder zum Telefon und redet miteinander. Das finde ich ja auch so interessant. Mhm. Wir haben so viel mehr Möglichkeiten, was die Kommunikation betrifft, und wir sprechen viel weniger miteinander. Männer sind ja dafür bekannt, dass sie über 100 Mal am Tag an Sex denken. Frauen laut einer Studie. Ich auch. Oh. Ja. Umso besser, dann kannst du die nächste Frage noch besser beantworten. Denn wie macht man das eigentlich als Frau, wenn man Gelüste hat und Single ist? Einfach wie ein Mann in die Disco den nächstbesten abschleppen und am nächsten Tag abservieren, oder? Wenn man Lust drauf hat, warum nicht? Das ist mein Statement. Ja, wenn man Lust drauf hat, ja. Aber ich muss sagen, das ist gleichzeitig gefährlich, weil die Männer, wenn die halt die Frauen sich ja alle so schnell hingeben, die dann ja auch keine Beziehung mehr wollen. Also man versaut die dann quasi auch für eine Beziehung. Ja gut, aber wenn du nur Lust auf Sex hast, dann ist das doch egal. Ja, aber... Dann gehst auf die Bolkerstraße und... Ja, Bolkerstraße ist egal, genau, da würde ich keinen Mann suchen. Ja, ich auch aber nicht, aber das gibt sie, ja. Aber das ist halt gefährlich, ne? Weil die Männer, die denken auch, ja, komm, wenn ich jetzt eine brauche, ist ja egal, dann wozu sollte ich mich denn dann binden? Ja. Daher vielleicht lieber eine Langzeitaffäre oder sowas. So. Ja, aber es ging ja jetzt gerade nur um die Lust auf Sex, gerade mal so. Genau. Ja, aber kannst du doch auch, wenn du jetzt jemanden kennst, so Friends with Benefits oder sowas, und dann, ey, hast du mal kurz... Habe ich keine. Hast du da welche? Ich bin raus. Also es gibt ja noch Geschlechtskrankheiten wie AIDS, Hepatitis und so weiter. Gibt es da vielleicht eine Lösung wie Sex mit dem Ex oder so? Dass man dann weiß, okay, der ist... Warum clean. Nicht, ne? Da weißt du wenigstens, was du hast. Wer kauft schon gern die Katze im Sack? Nee, für mich würde das nicht gehen mit dem Ex. Wenn vorbei ist, ist vorbei.
Also wenn die unangenehmen Gefühle müssen dann halt schon wirklich als abgetötet sein, sodass es eher halt so aus der Freundschaft dann halt wieder ist, aber... Ja, aber wenn der Sex so gut gewesen wäre mit dem Ex, dann... Dann wären wir noch zusammen, egal was er sonst macht. Ja, ne? Aber wenn der Sex gut ist, mehr braucht man doch nicht in einer funktionierenden Partnerschaft, oder? Worauf kommt es in einer Beziehung an? Auf guten Sex, auf dass er kocht oder womit kann heutzutage ein Mann eine Frau dauerhaft binden? Was glaubt ihr? Respekt und Wertschätzung. Ich hatte es ja eben auch schon mal gesagt, Jungs, macht uns zur Königin und wir machen euch zu unserem Helden. Also kochen soll er schon. Finde ich auch gut. Ne? Ja. Also nur kochen. Also bekochen und ein bisschen befüttern und dann... Kochen ist wichtig. Noch irgendwas? Du sagst, das könnte ganz gut sein. Würde mir dann schon reichen. Och, du bist ja süß. Wir müssen nur kochen können. Also kann nicht so schwer sein, dass du da einen tollen Mann findest. Alle Köche unter euch. Ja, bei mir ist ja schwierig. Ich bin ja rohvegan und alles Hopfen und Malz verloren. Also er muss natürlich auch zu einem passen, so vom Lebensstil. Ne? Wie du auch sagst, du bist rohvegan und dann irgendwie, wenn er jetzt so ein Fastfood-Gänger ist. Ne? Genau, wenn er so, Schatz, ich mach mir jetzt mal ein schönes Steak, schön blutig. Das ist irgendwie, das funktioniert halt nicht. Und halt auch mit allen anderen Interessen und was man so machen will, wenn man so ist, das muss schon, da muss er auch die gleichen Interessen haben. Ja. Aber sonst, ne, wenn das nicht ist, dann nehmen wir nur den Sex und das gute Essen. Auch geil. Richtig. Wo lernt man denn heutzutage Männer kennen? Tinder? Himmels Willen. Also ich kenne mich mit Tinder. Ich war mal auf Tinder, eine Geschichte drüber zu schreiben. Okay. Ich habe es mir angeguckt. Es ist unglaublich. Aber meine beste Freundin, die hat jede Woche ungelogen 2 Tinder-Dates. Aber zum Beispiel im Supermarkt nach 19 Uhr gibt es auch eine Geschichte von mir drüber, ja. Aber je nachdem wo, Paradies. Du kannst natürlich auch dann immer sehen, wer ist Single, ne? An dem, was sie da einkaufen und so, das ist gut. Oder du verreist. Oder, muss halt offen sein, kannst jemanden auf der Straße treffen. Also wo ich überall schon Männer kennengelernt habe, so. In der Straßenbahn, ich war Straßenbahn. Super. Also ich fand Internet, Tinder oder Parship, also bei mir kam ja alles mit Parship ins Rollen damals. Ich fand das eine gute Möglichkeit und Tinder, was ja früher eher so das horizontale Gewerbe war, ist jetzt tatsächlich in die Vertikale aufgestiegen, würde ich sagen. Tinder ist viel seriöser als früher. Ja, genau. Ja, es hat sich geändert und ich kenne auch ganz viele, die sich darüber kennengelernt haben mittlerweile. Ich finde auch so beim Weggehen kann man Männer kennenlernen, wenn sie denn dann den Mut haben. Deswegen möchte ich direkt einen Appell mal an dieser Stelle. Sehr gerne. Geht mal wieder auf die Frau zu, ne? Ob auf der Straße, wenn ihr einen Blickkontakt habt, ihr müsst ja nur gucken, guckt ihr euch an, lächelt ihr euch an, Mann, dann geht doch mal hin und sprecht die einfach mal wieder an. Ja, was kann man denn jetzt Leuten sagen, die schon ewig Single sind? Was können die tun, wenn es das Internet nicht ist? Einfach nur rausgehen beim Supermarkt? Kann man irgendwas an sich selbst tun? Ist man vielleicht auch selbst schuld, dass man Single ist? Was sagst du, Nadine? Also das ist ja genau die Frage, mit der ich mich auch beschäftigt habe. Ja. Und ich habe die erste Version, ich habe das 7-mal überarbeitet und die erste Version von dem Buch, habe ich gedacht, wenn ich die so rausbringen würde, dann würde es danach einen Suizid ansturm geben. Ich habe tatsächlich gemerkt, da ist aber einiges im Argen, was mir gar nicht so bewusst war. Und auch so Männer, wo ich auch dachte, als Idioten. Und natürlich, wenn wir denken, Männer sind alle Idioten oder ich lerne nur so Bescheuerte kennen, dann kann das natürlich nicht funktionieren, weil wir keinen Mut, keine Hoffnung mehr haben. Also das ist so, was ich da draußen eben auch mitgeben will. Schaut, dass ihr wieder Mut und Hoffnung habt, dass ihr euer Männerbild nochmal überprüft und auch, ne, was wir ja auch eben gesagt haben, so Männer, ihr seid alle schuld. Nein, wir tragen schon genauso einen Teil daran schuld, weil die Frauen den Männern oft so hinterherlaufen und sich so fokussieren und ihren Selbstwert verlieren. Und auch da wieder Schlüssel Selbstliebe, egal ob Mann oder Frau, das ist die große Herausforderung. Ja, das hört sich auch einer großen Herausforderung an. Und was glaubst du, kann der Einzelne für sich tun? Was kann einem helfen in einer Single-Phase? Einfach rausgehen, unter Leute gehen, in Cafés gehen, auf Partys gehen, auf egal was, was wir schon immer tun. Also ich glaube nicht, dass sich da groß was geändert hat. Die Auswahl ist halt, je älter du wirst, etwas beschränkt. Beim Sport auch.
lernst auch Leute kennen. Also du musst ja selber auch einfach nur offen sein. Mal nett lächeln. Und so. Lächeln, ja. Also da auch die Frauen mal die Signale geben. Ja, genau. Ne? Weil die Jungs haben es eh schon schwer genug, wenn die Frauen ansprechen müssen, haben Herzbollern. Ne? Ist für die ja nicht so leicht, muss man ja auch mal sagen. Ne? Also Respekt, dass ihr das macht. Ja, super. Hör mal, da haben wir schon ein paar gute Tipps hier zusammengekriegt. Jetzt wissen wir, Leute, also ich bin ja auch Single, das soll jetzt kein Appell da sein, dass ich jetzt jemanden suche, aber ich kann nur sagen, ich fühlte mich angesprochen und ich kann nur bestätigen, es gibt wirklich viele, viele komische Menschen da draußen und viele, viele in meinem Freundeskreis, die sind alle fast Singles. Ich weiß nicht, ob ich das so anziehe, ob ich schuld bin, dass ich nur Singles kenne, ob es die Zeit ist. Aber was können wir tun? Wir können rausgehen, wir können an unserer Selbstliebe arbeiten und wir können Männern, also als Frau, dem Mann ein Signal geben, und zwar das hier. Und auch als Mann, gebt doch mal der Frau ein Signal, geht mal hin, gebt ihr einen Drink aus, zählt nicht eure 5 Euro, geht dahin, wo ihr euch das leisten könnt. Genau. Ihr müsst ja nicht zum teuren Italiener, ihr könnt ja auch... Muss nicht das Ritz sein? Nein, das geht ja auch ein Buffet-Chinese oder so. Ja. Geht dahin, wo ihr wirklich die Frau einladen könnt, wenigstens zum ersten Date, damit die Frau auch das Gefühl hat, dass sie sich bei euch wohlfühlt. Oder einen Kaffee einfach nur, ne? Also wer keine 3 Euro für die Frau für einen Kaffee hat beim ersten Date, also da ist er echt irgendwas, stimmt da nicht. Nee. Hast du noch ein Wort zum Abschluss, was du den Menschen draußen mitgeben möchtest? Ja, für die Suche nach dem passenden Partner vielleicht nicht, aber ich sehe das Single-Leben jetzt auch nicht nur so als negativ an und man sollte verzweifelt auf der Suche sein nach jemandem. Lasst euch finden, ansonsten genießt es. Genießt eure Freiheit, eure Unabhängigkeit, lebt es mit Freude, lest meine Geschichten, lest ihr Buch. Ja. Schaut das Video. Ist doch alles wunderbar. Ja, super. Ja. Das gefällt mir. Das sind die perfekten Schlussworte. Wollen wir mal unser Single-Dasein genießen? Auf jeden Fall. Single-Lady. Single-Lady. Also macht's gut, ihr da draußen. Ciao. Tschüss. Ciao. Meine Lieben, glaubt ihr, das sind die Gründe? Haben wir alle schon erörtert? Gibt es da draußen noch weitere No-Gos? Habt ihr selber schlechte Erfahrungen gemacht mit Männern oder wenn ihr ein Mann seid, mit Frauen? Und apropos Männer, seid ihr wirklich alle schuld oder sind wir Frauen schuld? Könnt ihr vielleicht mir mal drunter schreiben, was die Frauen alles falsch machen? Warum die keine Beziehung haben? Wollt ihr keine? Zieht euch zurück? Habt ihr Angst? Wollt ihr eure Freiraum? Genau, keine was sind Gründe? Oder geratet ihr auch immer an komische Frauen? Warum seid ihr denn Single? Das würde uns interessieren.